Okay, ich muss irgendwie ruhiger werden. Ich muss irgendwie mal ganz konzentriert so einen Kampf bestreiten. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Bayonetta. Hey, cool, ich sehe gerade in ihrem Haarschmuck, das ist ein Übergang vom Halbmond zum Vollmond. Cool, Mann. So, also. Bayonetta muss wieder catchen gegen so einen fetten Oberdrachen. Ich hoffe, ich kann die Cutscene jetzt mal überspringen. Auslassen. Gut, überspringt die momentane Filmsequenz und kehrt zum Spiel zurück. Jupp, haben wir ja schon gesehen. Haben wir ja schon gesehen, gerade die Sequenz mit den kleinen Mädchen und so. Und jetzt kommt der fette Oberdrache. Oh, Verzeihung. Zu viel Luft im Bauch, wow. So. Anvisiert ist er. Ausweichen, so. Dann einfach mal rufkloppen. Hops, hops. So, wie? Ja, ho. Da klappt die Hexenzeit irgendwie nicht. Aber okay. Ho. Ja, oh, das war knapp. Bams, bams, bams. So. Und komm schon. Man guckt ja mein großer Kumpel Fuß nicht. Oh, Alter, der zieht aber auch viel ab. Und ich ziehe so wenig ab. Kommt mir das nur so vor, oder? Hängt die hier fest? Nee. So. Kann man auf sein goldenes Ding darauf ballern. So. Huh. So, bams, bams. Na komm. Nee. Ja, irgendwie ist das hier merkwürdig gerade. Wie sieht aus? Hat das überhaupt Augen? Ich sehe gar nichts. Wow. 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 So, guckt euch ihren Po wieder an. Yeah. So. Da. Da. Warum kommt da mein großer Kumpel nicht? Meine großen Stiletto-Kumpels da. So, ach. Haut mir aber einen rein. So, und das bringt überhaupt nichts, so auszuweichen. Was die Hexenzeit angeht. Da seht ihr. Nichts. So. Was? Mann! Oh, das ist doch hart, ey. Aber das Spiel ist immer so schwer. Das ging doch eigentlich gerade die ganze Zeit. Auf einmal ist das voll übel. So. Weil ich die Hexenzeit immer nicht hinkriege. Was soll denn das immer? Dann warte ich jetzt, bis ich die Hexenzeit hin habe. So. Okay. So, aber das auch nicht so viel bringt. Außer halt meine Energie voll macht. So, warum kommt denn nicht meine großen Kumpels da? Die kommen nicht mehr. Aua. So, ja, das bringt auch überhaupt nichts. Dem hier auszuweichen, den warte ich jetzt immer auf den Feuerball. So, hoppala. Okay. So. Ho. So. Schieß Feuerbälle. So, okay. Ja, das ist wieder gut natürlich. So, aber warum hält denn das nicht so lange an? Ja, bestimmt später auch noch, dass man das irgendwie skillen kann. Das ist irgendwie... Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Hilfe. Oh, wie hier... Alter. Das ist ja echt hart. So, komm. Weich aus, Bayonetta. Was macht sie denn? Ich dachte gerade, die macht jetzt ihren Schlag nach unten. Ja, den würde ich die ganze Zeit machen. Sie bleibt erstmal in der Luft stehen. Oh Gott, ey. Oh, was sind alle... Ist alles so krass hier, ey. So, irgendwie denn... Doch so unübersichtlich. Alles. Oh. Hey, ich bin da rausgewichen. Mann. Zack. So, weich aus. Juhu. Hier, Mann. Einfach mit der Knarre. Jetzt seht den anderen Kopf natürlich nicht. Was? Ey, ist das scheiße. Verdammt, Mann, schon dreimal gestorben. Gibt's irgendwann eigentlich einen Mega-Fail oder sowas? Oh, Verzeihung, muss ich irgendwann gleich niesen. Hä, wieso? Was erwarten die denn? Mach ich hier irgendwas falsch? Ich hab Schüler bisher so, wie man es mir beigebracht hat. Oh, alles wieder von vorne. Das ist hart. Okay. Speichert und lädt. Vor allem, warum ziehe ich so viel ab? Und warum konnte ich keine richtig harten Angriffe machen? Warum kann denn nicht mal irgendwie der Fuß und sowas alles, den ich schon bei den anderen da gemacht habe und so? Mach ich die Kombos falsch? Hier muss man nochmal gucken. So, nochmal hier. Da ist er wieder. So, okay. Na, komm her. Oh. Vielleicht soll ich ihn auch nicht anvisieren oder sowas. Vielleicht ist das auch der Fehler. Ich kann einfach mal so ballern. So. Schön raufballern auf seinen zentralen Punkt da. Hey. So, okay. Und jetzt einfach mal. So, jetzt müsste der große Fuß eigentlich gleich kommen. Aha. Jetzt auf immer. Na gut, okay. Hey. So, und jetzt gleich nochmal. Eins, zwei und los. Das macht denn natürlich genau das Falsche. So, kommt trotzdem der dicke Fuß. So. Hey. Okay, bam, bam.
Jetzt immer klappt das. Lag das an dem Anvisieren oder woran? Ich visiere ja gerade nicht an. So, warum? Hä? Auf immer ganz komisch. Auf immer ziehe ich schon so viel ab und der hat mich noch nicht einmal getroffen. Jetzt macht er wieder seinen Mega-Scheiß, oder? Ja, ist schon soweit? Ja. Okay. Dann war das Anvisieren der Fehler. Also bisher, ich habe es gerade die ganze Zeit nicht diesen. Genau, den hier gemacht. Smooth. 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 Die ganze Zeit nicht gemacht. So, dann lass ich den so. Aua! Boah. So. Okay. Bam, bam, bam. Halt. Weich mal lieber aus. So. Bams, bams, bams. Komm her. Knacks. So. So, der Typ hier hilft mir, meine Hexenzeit zu aktivieren. Hu. Hu. Oder was macht der? Ja, okay. Schnell. Komm schon. Ja, 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 ja. Und bams. Okay. Das hat reingehauen. Was macht denn der da? Oh, oh, der will grabben. Okay, ausgewichen. Oh. Der beißt die ganze Platte hier ab. Booms. Okay. Okay, gut. Warte, warte. Ich einfach so ein bisschen hochballern. Kleinvieh macht auch Mist. Wissen wir doch. Ja. Okay. Jetzt hat das keine Hexenzeit ausgelöst. Warum? Bams. Yeah. Oh, scheiße. Quicktime Events. Was? Ich hab doch Y gedrückt. Ich hab's doch gedrückt. Alter, Leute, wie kacke ist das denn? Ich hab doch... War doch Y, den hab ich doch gedrückt. Ich habe ja nichts gegen Quicktime-Events, aber... Okay, gut. Höchstens hat jetzt hier was auf Y drücken. Achtung. So. Yeah, Bonus. Für so oft sterben. Wow. Yeah, 1000 Gigatonnen. Okay, ist die 4 jetzt komplett zerstört? Ja, anscheinend schon. Mann, 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 Mann. Silber. Yeah. Und damit ist Kapitel 2 zu Ende. Und richtig verkackt und wieder total viel ausgelassen und... Und... Was zum... Was eine Steinauszeichnung. Von dem Typen. Von Enzo. Oh, richtig schlecht. Okay. Tja, sorry, Mann. Ah, ich habe es im Wesen doch noch gepackt bekommen. Das ist manchmal merkwürdig. Ich muss mich da erstmal wieder richtig schön. Erstmal wieder Angel Arcade hier ein bisschen. So. Okay, also ready, set, go. So, hier sind die alten Typen. Bullet Shot! Bullet Shot! Okay, und fliegen wir auf jeden Fall Lutscher jetzt, ey. So, wie fliegen wir denn hier? Was? Hey! Bullet Shot! Und oh, Headshot! Kein Headshot! Ich hab noch so viele Pistolen, ey. Boom, Headshot! Boom! Nee, nicht Headshot! Aber, na... Oh, shit! Wir haben hier so einen Typen noch. Na, komm. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Der bringt bestimmt viele Punkte. Mann! Und... Ja, Headshot! Nur 5. Genauso viel wie andere auch gebracht. 70! Ja! Was holt man sich denn jetzt davon? Gelber Lutscher. Ein Riesenlutscher. Der deine magische Barriere erzeugt. Die Barriere bleibt über längere Zeit ein undurchdringlicher Schild. Rotglühender Schuss. Alter, eine wundersame Dämonenmedizin, die Hexen aus den Tiefen der Sterblichkeit rettet. Wird bei schwacher Lebenskraft automatisch eingesetzt. Ah, okay. Oh, ist das teuer. Aber wäre für mich vielleicht gerade nötig. So, eine goldene Mondperle. Eine geheimnisvolle Edelstein, der automatisch 2 Segmente der Magieanzeige wieder auflädt. Hinweis nur im nächsten Kapitel wirksam. Was ist alles hier so komisch? Blaues Hexenherz. Also sind alles so eine vorübergehenden Dinger, ja. Hey, Zauberflöte. Naja, das muss ich immer einsetzen demnächst. Ich glaube, ich nehme wieder Lutscher, oder? Steigert geringe Mengen an Zauberkraft wieder her. Dann nehme ich den hier. So. 2 Stück. So, okay. Dann habe ich jetzt noch 10 Punkte und die werden wieder eingetauscht, ne? Ja. Ja, das war ja wieder lame. Aber ist okay. Das Spiel. So, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir erstmal den Wald angezündet. So, was kommt jetzt? Weiter. Weil wir die Engel uns verfolgen, ja. So, verbrannte Erde. Kapitel 3. Jetzt mal speichern. Ich könnte auch jetzt einfach mal zu Gates of Hell gehen, wenn ich Bock hätte, aber ich weiß ja nicht.
So, immer noch auf Schwierigkeitsstufe, Stufe normal. Wir zocken schon 3 Stunden. So, Kapitel 3, verbrannte Erde. Legen wir los. Okay. So, hopp, hopp, nochmal ein bisschen üben hier. Hopp, hopp. So, ho, knacks, ja. Oder halt. Jawohl. Das geht auch. Gut. Voll geil, um die Finger gedreht. Hui, und wieder unten. Nein! Quicktime. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. Yes, no one she changed his doors when he changed them. No one she buys his cousin. You're in no position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I figure your sacrifice would shut them up for a while. Okay, den Dicken haben wir jetzt schon öfter gesehen. Der ist anscheinend echt der obergroße, böse Typi. Die Hölle tut sich auf! Scheiße! Oh, die schöne Stadt kaputt. Okay. Weiter geht's, Leute. Vers 1. Wir müssen ja hier irgendwo allgemein schon gewesen sein. Oh Gott, hier sind ja auch wieder Dämonen. Oh, die Truhe ist wieder neu zu. Und was zur Hölle? Voll der Angriff, los! Und bam, so ein. Oh, voll mit so einem komischen Ding durchgezogen. So, okay, achso, ich komme hier gerade gar nicht weiter. Boom, boom! Nein, ach Mann, nicht auf der heißen Scheiße da. So. Was wollt ihr denn alle? Ich baller euch alle ab. So, knacks, ausweichen! Yeah! Knacks, knacks, knacks! Und zack! Schön zerstampft den Typen. Mit den High Heels of Doom. Oh Mann! Die brennen ja auch. Fies. So, okay, was mache ich denn gegen die Typen? Er war von weitem abballern, ganz lame. Wie immer. Ah, okay, im Zeitlupenmodus brennen sie aber nicht. Das ist natürlich gut. So. Warte mal, nee, ich kann die doch ein bisschen berühren, oder? Nee, ich kann die nicht berühren, okay. Ich dachte, es ist der Boden, aber. Nee, das sehe ich wirklich an den Viechern. Ups. So, was war denn da gerade mit Y? Irgendwas werfen oder ach, hochheben bestimmt. Ja, okay, das Auto. Lalalala. So, einer ist tot. Voll von weitem abgeballert. Kommt dann der nächste. So. Mann! Sag mal. Nee, ich darf die nicht anfassen. So, jetzt aber. Booms. So, okay. Zerslasht. Einfach rumballern. Yeah. Bum, 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 wie eine bekloppte. Cool. Wow, so. Komm her. Was? Und Folterangriff. Knacks. Oh, 16 Tonnen. So, was ist denn die? Achso, das ist eine Waffe wieder. Nehme ich mal lieber nicht auf. Sonst, nehme ich dadurch wieder Schaden. Oh, oh, verdammt. Aus Versehen eine ausgelöste Zeit, die ich gar nicht wollte. Ach, Mann. Okay, okay, okay. Bum, 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 bum. Na, na. Oh, da war was. Energie. Und ich versau's natürlich gleich wieder. Da kommt schon, greift da mal irgendwie an. Hexentime. So, bum, 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 bum. So, der ist down. Huh. Also, na, nein. Nein, nein, nein. Hör auf, Feuer. Nein, Feuer. Mann. Hexenzeit aktiviert sich aber immer dann, wenn sie nicht will, dass sie aktiviert wird. So, na. Dann greift doch mal an. Was macht ihr denn? Leute, irgendwie fühlt mich verarscht. Kann ich hier nicht schnell hoch? Nee. Zauberbarriere. Los, greift doch mal an. Na, aber so, dass ich den auch mitkriege. Sieh manchmal.
Also, die machen Feuerwehr manchmal so eine komischen Kombos so von mir. Ja, ich drehe hier meinen Stab rum, Mann. Und dann die einzelnen Gegentiere, die verbrennen mich hier andauernd. So, na endlich. Bam, 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 bam. Puh. Na toll, dann kommen wir dir gebracht. Nein. So, na. Nein, ach Mensch. Zu nervös. Nein. So. Boom. Nicht. Warum die da hinten? Ich wollte den vorne angreifen. Den hier will ich angreifen. So, komm schon. So. So. Und. Jawoll. Oh Gott. Hexenzeit ist vorbei. Vorbei. Weg von ihm. So. So, okay. Voll der Angriff. So, hier. Schön, du stirbst jetzt mal. Exekution. Voll den Arsch getreten. Und Schlitz. So. Okay, Mann. So. Oh, mal wieder was zum Vollfüllen hier. So, jetzt grab ich mir das Ding hier. So. Na komm schon. So. Hier. Jetzt geht's ab, Mann. Okay. Das bringt anscheinend schon viel, oder waren die einfach bloß jetzt schon die ganze Zeit so geschwächt? Wie bringt das viel? Das hier so auf den Ruf zu ballern. Geil. So. Barriere zerstören. Schön alles hier wieder aufladen. Die nehme ich diesmal nicht auf. So, jetzt gucken wir mal, ob man hier nochmal hoch kann. Ja, die Truhe da auch nochmal holen, die auf magische Weise wieder zu ist. Ho. Na. Knacks. Wieso habe ich den Stab doch aufgenommen? Egal. Patronen. Eine Patrone. Die ist nicht ohne. Okay. Ganz ruhig, Marcel, ganz ruhig. Freu dich nicht zu früh. So, ja, nicht noch irgendwo hier was? Hier ist der komische Wagen. Knacks. Ich bringe bloß ein bisschen Geld. Ich könnte mir wieder einen neuen Skill holen. Aber will ich das denn auch? Nein. So, sonst wäre ja nicht wieder eine Truhe, ne? Nee. Dann gehen wir mal weiter. Ach, wenn ich. Extra gesprungen, damit ich da nicht reinlaufe. Dann laufe ich trotzdem genau hin. Die Stadt brennt. Oh mein Gott. So, zu dem Bonus-Scheißer kann ich auch nicht mehr hin. Aber man kann ja, glaube ich, die Kapitel wählen. Oh mein Gott. Oh! Renn, Bayonetta! Los! Ja, hallo! Was zum. Oh nein! Stehen die alle erstmal rum. So, schön Hexenzeit hier ausgenutzt. Woo! Oh Gott. Okay, die Dinger sind dafür da, um Hexenzeit auszunutzen. Gold? Wieso? Ah! Okay, Lava? Lava? Lava kommt nicht. Gut. Die Lava kommt nicht. Oh, wer kommt da dafür? Oh mein Gott. Jetzt auch noch auf allen Vieren. Tschung. Neuer Eintrag. Fairness. Ja. Und es ist ein Virtuose. Ein Virtuous. Wow, oh, okay. Hüppala! So, was liegt denn hier alles? Was ist das denn hier? Alles ein Busch? Ich dachte schon. Boom! Hallo? Oh! So, da ist noch eine Truhe. Alter, was macht der denn? So. Boah, der schießt aber schnell. So. Hat er so ein Metallding da auf seinem Kopf oder was? So, das. Okay, trotzdem bringt das, was das sieht aus. Achso. Ja. Komm schon. So fies, wisst ihr denn, will ich ihn angreifen und kommen genau in die Lava rein? Oh nein. Okay. Ich knall ihn einfach ab. Oh. Ja, aber. Leute, irgendwie fühlt mich verarscht, ganz ehrlich. Moment, euch aus! Ja, okay, bams, bams, bams. Komm schon jetzt in den Arsch! Knacks! So. Das hat gesessen. Jetzt brennt er ja auch. Oh Gott. Also wieder auf Hexenzeit ausnutzen. Und erstmal einen kleinen Lolli lutschen. Ich möchte einen Lolli lutschen. Zack. Tada! So. Boden verlassen. Boah! Oh. Alter, der schießt viel zu schnell. Ach, wieder der Mist hier. Ach. Was zur Hölle? Nein. Mann! Ich finde nicht immer so weit zurück. So. So, jetzt ist er betäubt. Darf ich ihn anfassen? Weil er brennt, wie gesagt, ne? So. Boom, boom, boom. Halt. Ich glaube, ich sollte vielleicht
so weiter seinen Maul aufmacht. Soll ich vielleicht ausweichen? Ja, geschafft! Oh Mann, komm schon, Fuß von oben! Von der Seite! Wow, ja geil! Oh weia! Wow! Down! Voll nackt! Okay, Mann. Das ist eine Truhe, zu der ich aber nicht mehr hinkomme. Oder doch, warte, ist erstmal die Barriere jetzt erstmal down? Oh, eine halbe EP. Ach stimmt, da kam ja eine neue Waffe. Die sollte ich vielleicht mal einsetzen. So, Silber, hui. Ich habe ja eine neue Waffe bekommen. So, hups, hoppala. Und knacks. Knacks, knacks, geht kaputt. So, nur ein bisschen Kleinkram. Ho, schwupp. Auf der anderen Seite ist auch noch eine Truhe. Hier erstmal die schöne LP mitgenommen. Und es ist die Hälfte von Fantasy Impromptu. Okay. Hups. Hoppala. Knacks. Bam, bam, bam. Ach hier. Auf den Mist. Damn. Okay. Hochheben. Werfen. So, cool. Schön gebash. Und Energie war da drin. So, warte mal. Jetzt will ich aber mal eine neue Waffe ausrüsten. Waffen. So, ich habe ja schon. Ach, die habe ich ja doch schon. So, dann nehme ich mal diese Schrotflinten, tragen die Seelen von Feen in sich. So, und ich kann einen Platz dafür öffnen. An den Füßen. Ah, ne, hier. Hier, linke Hand, rechte Hand. Dann mache ich das mal dahin. So, das Schwert an dem Fuß oder was? Wie geil. Und dann, das Schwert geht nur in Hände. Okay, ist klar. So. Kann ich die irgendwie doch nochmal? Ach, ich habe die so richtig oft. Ich kann noch zwei Schwerter nehmen. Ach, so geil. Ja, dann mache ich nochmal zwei Schwerter. Und dafür aber die beiden besseren Knarren da. Vielleicht ist doch der ganze Heilmesser, dass ich schon längst hätte mal ein bisschen die Waffen ändern sollen. Und so, ich hab den nicht umsonst gekriegt. So, was kann ich denn jetzt? Oh, geil. Fuhr. Schlitz, 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 Schlitz. Geil. Gefällt mir. Na, dann hauen wir mal ab. Hopp. Oh, das sieht ja cool aus. Voll mit eh so einem fetten Katana. So, hier war das Tor zur Hölle. Jetzt komme ich bestimmt auch nicht mehr rein, um mal ein bisschen zu shoppen. Oh Gott. Okay, dafür ist da jetzt die Tür offen. Aber dann geht man doch nochmal kurz gucken, was hier jetzt sein könnte, wo wir gecatcht haben. Ist irgendwas Geheimes inzwischen, weil wir nicht mehr hin müssen? Check. Das Cliff ist infolge der Katastrophe eingestürzt. Die andere Seite ist ein einziges Flammenmeer. Es muss irgendwann einen anderen Weg geben. Gut. So, erstmal alles kaputt machen. So. Gut, dann ist hier nichts weiter. Ein bisschen Gras jäten. So, geht ja nicht. Falsches Spiel. Also dann ist der Part auch wieder vorbei. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Ich werde schon besser. Macht euch mal keinen Kopf. Wir kommen ja voran. Dem einen oder anderen mag es vielleicht zu langsam gehen, aber es klappt schon. Also, bis zum nächsten Part von Bayonetta. Ciao!